Hallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play League of Legends Aram. Jawohl, heute Twisted, Nunu, Lissandra, Kennen und Jenna gegen Veigar, Heimerdinger, Garen, Urgot und Jinx. Skins haben wir heute Schneemagier Veigar, Kommando Garen und das war's auch schon. So, damit könnte es auch gleich starten. Ich spiele heute Nunu, wie ihr schon gesehen habt. Und jawohl, dann kann's losgehen. Okay, es braucht mal wieder ein bisschen länger. Dann können wir uns noch was anschauen, nämlich der Rahmen von Urgot und Lissandra. Können wir uns auch noch mal ganz kurz angucken, dass die einen Silberrahmen haben. Das heißt, die waren in der letzten Ranked Season mindestens in der Silberliga. Das heißt, es sind auf jeden Fall ganz gute Spieler. So, und damit geht's auch schon los. Hier oben bewegt sich keiner, unten bewegt sich keiner. Wer wird wohl der Erste sein? Lasst uns überlegen, es ist... Noch keiner. Jetzt laufe ich los, natürlich, wie immer. Ich bin meistens der Erste, das gibt's gar nicht. So, hier oben geht der Zweiger los, der ist ein bisschen später dran als wir. Und von daher werden wir auch ein bisschen eher als er ankommen. Bin ich gespannt. So, er ist erst gleich beim Turm und ich bin gleich in seinem Busch. Das klingt auch ein bisschen falsch. So, Twisted ist auch da, jetzt sind wir da schon zu zweit. Ja, Heimerdinger und Ken hängen so ein bisschen hinterher. So, Lissandra ist ein bisschen aggressiver, wir stehen da alle im Busch. Und jetzt sind wir mal gespannt, was passieren wird. So, da haben wir hauptsächlich auf Garen, gegangen, aber auch ein bisschen auf Jinx. Wären wir alle voll auf Jinx gegangen, hätten wir First Blood gehabt. Haben wir aber leider nicht. So, Heimerdinger ist anscheinend immer noch AFK. Ken ist ja mittlerweile hier. Gucken wir mal, wann er sich bewegen wird. Oder auch was kaufen vor allem. So, Lissandra muss ein bisschen zurückgehen. Wird es ein First Blood? Ein First Blood für Garen. Veigar hat es knapp überlebt. Ich habe dann hier Urgot bekommen. Und da stand es dann 1:1. Und Heimerdinger ist immer noch weg. Jetzt hat er sich Schuhe gekauft. Ein Healpot und so ein Gral. Keine Ahnung, wie der genau heißt. Könnt ihr jetzt drüber scrollen, aber ne. So, und da ist er auch schon auf dem Weg nach vorne. Er hat ein bisschen länger gebraucht. Damit hatten die ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, aber jetzt ist wieder alles ausgeglichen. Auch von den Kills passt wieder alles. So, Urgot ist eigentlich ein richtig geiler Champion für den Modus. Weil du halt einfach über weite Distanzen dein... ein Spell schleudern kannst und von daher haut es ziemlich rein. Obwohl Jenna ist auch richtig geil mit ihrem, haben wir ja vorher kurz gesehen, mit ihrem, was ist denn das überhaupt, ein Wirbelwind, ein Tornado, ich sag mal Wirbelwind dazu, kann die auch einfach das ganze Team mal hochschleudern und Schaden machen. Und es geht auch extrem weit, von daher ist das richtig geil. Super geil ist es. Obwohl Jinx auch nicht zu verachten ist. Mit ihrem Laufspeed, wenn sie jemanden killt, kann sie ganz schnell, wenn sie OP ist, einen Pentakill machen. So, wir halten die anscheinend wieder ein bisschen zurück. Das heißt, die kommen gar nicht so gut vor diesmal. So, Lissandra ist jetzt hinterhergegangen. Da kommt der Veigar Cage, der ist leider ein bisschen daneben gegangen. Hat sie nicht erwischt. Ja, mit Nunu kannst du halt einfach nicht so viel machen jetzt am Anfang. Ich meine, ich habe nur einen Angriffsspell, nämlich das ist mein E-Spell, der diesen Bolzen hier schleudert und Schaden macht. Und hochheilen kann ich mich halt also. Kann ich, was wollte ich jetzt sagen? Das wollte ich also und auch sagen und dann kam wieder so ein hässliches Wort dabei raus. Da geht Lissandra rein, bekommt den Kill, aber wird es wahrscheinlich nicht überleben. Ne, gleich ein Double Kill für Veigar mit einem W-Spell. So, jetzt könnte man eigentlich gut drauf gehen hier. So, ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Ich hätte echt mehr Damage schon gebraucht, dann hätte ich auch ordentlich was machen können. Aber so halt eher nicht. So, ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund. Irgendjemand arbeitet da gerade. Ich versuche es einfach rauszuschneiden. So ein richtig lautes Klopfen. Ja, ich denke, ich kann es irgendwie rausschneiden. Das gibt es ja gar nicht hier. So, widmen wir uns wieder dem Spiel. Ich habe nur gerade überlegt, was dieses Klopfen denn sein könnte. Scheint irgendjemand was in die Wand zu schlagen.
oder den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. So, da kommt wieder ein Wind von Jenna an. Und so momentan passiert gar nicht so viel. Jetzt hat sich halt die Seite so ein bisschen gewendet. Wir werden eher zurückgehalten, die Gegner kommen weiter vor. Jetzt scheint es wieder so einen kleinen Konter zu geben. Kennen geht drauf. Muss sich dann doch wieder zurückziehen. Und Weiger ist weg. Hat wahrscheinlich einen Disconnect. So, Lissandra jetzt weiter hinterher und bekommt dann den Kill an Garen. So, jetzt haben die ziemlich wenig Leben. Jetzt bräuchte man so eine Jenna-Ulti hier in allen drin. Und schon werden wir alle wieder gut auf Leben kommen. Ja, ich habe dann hier kurz eine Ulti gemacht. Einfach einmal gestartet und wieder abgebrochen. So, dass ich nur ein bisschen Schaden mache. Da kam dann die Jinx-Ulti und schaut euch mal das Leben an. Hätte die einen gekillt, hätte sie mehr bekommen. Jetzt kommt hier die Jenna-Ulti und von daher ist alles gut. So, ich hole mir dann das Heal-Ding und habe jetzt schon wieder fast volles Leben. Und Weiger ist wieder da. Das ist ja sehr schön. So, Garen geht jetzt anscheinend voll aggressiv auf mich, warum auch immer. Kennen geht da mit wenig Leben hin, aber geht dann zum Glück doch wieder weg. So, Lissandra macht einen ordentlichen Schaden, muss ich sagen. Geht jetzt hier rein, das war ein Fehler und stirbt dann. Hätte sie ihre Ulti gehabt, dann hätte das Ganze schon was gebracht, so allerdings nicht. Ist richtig geil mit Lissandra, vor allem in so einem Adam, weil du dann halt zu 5 zusammenstehst und sie dann ihre Ulti macht, sind erstmal alle betäubt und alle kriegen Schaden. Und von daher kannst du somit ordentlich was in Teamfights ausrichten. Dazu noch so eine Nuno-Ulti, wenn die festgehalten sind und alles ist gut. Also es gibt schon Hammer-Kombinationen. Dann Double-Kill mit Jenna, für Jenna mit einem Wirbelwind. Die macht also auch mittlerweile schon ordentlich Schaden. Und Weiger hat anscheinend Verbindungsprobleme, ist jetzt schon wieder weg. So, da kommt mal wieder ein Wind. Und erwischt da hinten Heimerdinger. Der Wind ist schon richtig gut, wenn du Jenna spielen kannst, kannst du da ordentlich was machen. Jenna ist ja normal ein Support-Champ und von daher ist es nicht ganz so wichtig. Ja, eigentlich schon für den AD Carry, wenn dann der Gegner hochgeschleudert ist, ist halt immer geil. So, killstechnisch haben wir doppelt so viele wie die Gegner, was ja schon mal ganz schön ist. So, jetzt sieht es nicht gut aus für Jenna. So, hätte Urgot schon bekommen, aber der spielt nicht ganz so, wie man mit Urgot spielen könnte. Bekommt er hier einen Kill? Nee, Twisted bekommt ihn. Jenna hat Heimerdinger bekommen. Ja, und jetzt sieht es gar nicht schlecht für uns aus. Die zwei Gegner sind schon wieder am Kommen, aber wir sind auch mal am Tower pushen. Und da plötzlich wird sie wahrscheinlich die Ulti abbekommen. Den Stun, und das hat eigentlich fast schon gereicht, um sie zu killen. So, schaut euch mal an, wer da in die Base geht, um sich zu exekuten, sodass die Gegner keinen Kill bekommen. War vielleicht nicht das Sinnvollste, er hätte sich gleich irgendwie in die Base porten sollen oder so. Das wäre natürlich das Sinnvollste, dann hätte er nicht seinen Flash verschwenden müssen. Aber so ist er auch executed. Ich bezeichne das immer als Cheaten. Ich finde das nicht okay. Wenn man nicht back kann, weil man erst tot sein muss, finde ich es eigentlich mies, wenn man sich einfach selbst umbringt und dann was kaufen kann. Es ist natürlich eine gute Technik, aber ich finde es nicht so toll. So, ich habe dann hier vorher die Ulti kurz gemacht und habe damit auch Jinx, Urgot und Garen getroffen. Garen hat halt ziemlich wenig gemacht. Ich habe aber auch nicht so viel Fähigkeitenstärke zu dem Zeitpunkt. Ihr könnt euch ja mein Equip angucken. Ich war ja noch nicht tot und hatte deswegen auch noch nichts Richtiges, kaum AP. Und für das macht es dann doch ein bisschen Schaden. So, ein Kill für Weiger an Twisted. Dann kam die Jenna-Ulti, leider ein bisschen zu spät. So, Lissandra geht vor, dann kommt wieder so ein Wind. Ich habe dann Urgot bekommen und bin dann an Garens Ulti gestorben. Weiger hat dann Jenna mit seiner Ulti gekillt. Und mittlerweile sieht es schon wieder ganz ausgeglichen aus. Garen war halt einfach Hammer. Der hat ordentlich was gemacht. Was hat Lissandra davor gehabt? Ich glaube, die wollte hinter zu Weiger. Hier kommt jetzt die Jinx-Ulti aus der Base, aber Kennen schafft es abzuhauen. Und jetzt muss er das ganze Ding halt verteidigen, bis wir wieder da sind. Dann ist alles gut. Irgendjemand hat ihm hier das Heal-Teil markiert und deswegen ist er auch hingegangen. Hat das eigentlich einen Namen? Seit ich das erste Mal gesehen habe, heißt es für mich Heal-Teil.
Seit ich das erste Mal gesehen haben, habe ich glaube ich gesagt. Aber egal. Das ist so mein Let's Play-Stil, die Versprecher. Das wäre aber ein richtig schlechtes Wiedererkennungsmittel, die Versprecher. Aber naja, es ist früh am Morgen, ich bin erst vor einer Stunde oder so aufgestanden und von daher kann man sich doch mal versprechen. 10-mal in der Minute. So, hier kommt jetzt Kenne mit Ulti rein. Twisted bekommt den Kill. So, hier kam dann Heimerdinger mit Ulti auf dem W-Spell. Der kann ja für jeden Spell die Ulti benutzen. Und da stirbt sie dann leider noch an seinem Tower. Aber wir haben ein Ass erzielt, das nicht mehr hält, weil Urgott gerade wieder lebt. Jetzt ist mal wieder Tower pushen angesagt. So, die zwei sind auf dem Weg. Wir geben uns Mühe, dass wir den Turm kaputt bekommen. Da oben sehen wir sie aber schon kommen. Ich denke, das könnte noch was werden. Jo. Und wir gehen gleich weiter drauf. Urgott schon mal einen guten Schaden abbekommen. Ich habe dann hier die Ulti gemacht. Wurde dann von Urgott getauscht. So, und jetzt sieht es nicht gut für mich aus. Versuche hier wegzukommen. Da kam die Weiger-Ulti und hat mich dann gekillt. So, Cannon da oben im Busch. Er bleibt einfach da oben stehen. Ja, jetzt geht er drauf, wo alle anderen schon fast tot sind, außer Lissandra. Da bringt es auch nicht mehr so viel. So, aber vielleicht ein ganz gutes Ding, dass wir mal was kaufen können. Ich habe jetzt ja mittlerweile meine Ravadons und mache daher auch schon mal ein bisschen Schaden. So, mal gucken, ob Lissandra das schafft zu verteidigen. Oh, sie geht jetzt sogar drauf. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Aber sie macht gut Schaden, auch wenn sie schon 8-mal gestorben ist, Alter. Damit ist sie die meistgestorbene im Team. Bei den nicht insgesamt, denn Urgott ist auch 8-mal gestorben. Bei uns der zweite ist erst 3-mal gestorben. Heftig. So, Urgott will jetzt unten zum Heal-Teil gehen, ich hol's mir dann. Oder zum Medizinkreuz, könnte man es auch nennen, aber seit ich das erste Mal gesehen habe, heißt es für mich und den Kumpel, mit dem ich oft spiele, heißt es einfach Heal-Teil. So, Lissandra geht rein mit Ulti und dann sieht es immer sehr gut für uns aus, wenn die mit Ulti drauf geht. Weil die dann erstmal lange festgehalten sind und wir ordentlich was machen können. So, Jenna flasht sich hinterher, was hat sie vor? Erstmal hier mit Ulti, versucht sich ein bisschen anzuhealen, wir kommen dann, aber so schnell sind wir da nicht. So, jetzt hier Lissandra, failt erstmal, aber wie kommt ihn dann noch? Da hat sie eine Weiger-Ulti abbekommen, ich mache jetzt hier meine Ulti, zack. Wir kommen dann ein, Garen denke ich mal nicht. Hier kommt die Urgott-Ulti und ich schaff's nicht. Jetzt fehlt noch ein Q-Spell von Twisted. Aber er hat ihn auch so bekommen und jetzt muss er flüchten, aber ich denke, das wird nichts. Ne, Urgolz hinterher. Und ein Kill. Na, guck mal an, was macht denn der hier im Busch und macht gar nichts. Alter, steht er da einfach rum und chillt. Naja. So, die sind jetzt wieder am Deffen. Wir sind ja schon bei ihrem Inhibitor. Bei uns ist ja noch kein Turm kaputt, von daher sind wir auf jeden Fall im Vorteil, möchte ich sagen. So, und dann gucken wir einfach mal, wie dieses Spiel sich noch entwickeln wird. Du kannst ja nie sagen, nur weil man schon so weit vorgepusht hat, dass es jetzt schon gewonnen ist. Aber es ist immer ein gutes Anzeichen, auch wenn man von den Kills vorne ist. Aber es heißt natürlich noch nichts. So, hier Heimerdinger schon ziemlich auf Lowlife. Urgott sogar gestorben. Jetzt kommt Garen hier voll aggressiv drauf. Ich habe dann erstmal Heimerdinger getötet. Nicht überlebt sogar. So, ein Kill hier, Jinx geht drauf, dann Weiger, muss jetzt wegrennen, dann wird er hochgeschleudert und dann ist er tot. Mit einer Vierfachtötung. Er hätte vielleicht einen Pentakill geschafft, hätte ich nicht Heimerdinger genommen, aber naja, was soll's. Und da schon wieder das nächste Ass für uns und das ist natürlich immer gut. Wollte ich cool und gut sagen und dann kam wieder gut dabei raus. Sollte mich echt mal auf Wörter beschränken, die ich dann sage. So, ich mache jetzt hier meine Ulti. Voll durchgecastet, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. Und jetzt hier oben auf den Turm. Wollte den noch kaputt bekommen. Haben wir dann auch geschafft. Garen geht jetzt hier rein. Der auch einen ordentlichen Schaden bekommt. Dafür, dass er Garen ist. Wir haben halt schon nicht wenig Schaden gemacht. Jenna jetzt da unten mit der Ulti, wo es nicht so viel gebracht hat.
Jetzt scheinen wir wieder zu sterben. Der Twisted spielt AD, oder? Ja. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum sein Fußball so wenig Schaden gemacht hat, aber er ist ja AD. Hat ja Heimerdinger bekommen, Weigert ihn davor noch gekillt. Dann ist seine Auto-Attack geflogen, oder? Und hat dann Heimerdinger gekillt. Das wäre lustig. So, ich und Jenna jetzt noch hier. Halten die Stellung, bis unser Team wieder da ist. Dann kann es wieder wild zur Sache gehen, möchte ich sagen. Hier wieder Jenna, hat wieder alle hochgeschleudert. Jetzt hätte ich meine Ulti jetzt schon gebraucht. Dann hätte ich da mit einer Ulti jetzt da reingehen können. Und noch was machen können. Leider sterbe ich dann hier. Also so ein Weiger-Stun ist schon richtig OP im Adam. Weil du dann halt einfach 5 Leute einfach mal so stunnen kannst. Und das auch nicht gerade kurz. Das ist schon richtig, richtig nice. Weiger wird auch irgendwann in den nächsten Parts kommen. Da habe ich auch ein Game, das ich aufnehmen muss. Also synchronisieren. Nicht synchronisieren, einfach kommentieren, ja. Ich kommentiere ja immer nach, dürfte ja mittlerweile allgemein bekannt sein. Denn ich kann mich nicht konzentrieren aufs Spiel und gleichzeitig reden. Das würde sich dann nicht gerade gut anhören. Hört sich jetzt auch so nicht, wenn ich nach kommentiere, weil ich trotzdem nicht... Ich müsste mir so das Spiel angucken und dann die Gedankengänge, was ich sagen möchte, aufschreiben und dann immer diesen Vortrag für euch halten. Genau. Aber dann kannst du es ja eigentlich gar nicht mehr Let's Play nennen. Denn Let's Plays sind ja was Spontanes. Einfach mal spontan auf die Situation eingehen und was Lustiges dazu sagen. Würde ich jetzt mal so definieren. Und das geht natürlich nicht, wenn du dir davor schon aufschreibst, was du sagen willst. Das geht ja gar nicht. So, kommen wir mal wieder zurück zum Spiel. Die Gegner dominieren uns hier gerade ein bisschen. Ich meine, 2 von uns haben wenig Leben und können daher nicht viel machen. So, ich sterbe jetzt hier leider. War dauerhaft gestunt, dann kamen ein paar Spells und ich sterbe. Ja, jetzt hier eine Lissandra-Ulti, dadurch können wir sie ein bisschen zurückschlagen. Kennen geht drauf mit Ulti, mal gucken, wie lange er überlebt, da ist er auch schon tot. So, und ihr seht, bei uns lebt nur noch Lissandra. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Hier, jetzt ist hier auf jeden Fall mal... war gecaged und gestunt, aber ist weggekommen. Hätte sie jetzt ihre Ulti, könnte sie locker einen Triple Kill machen. Hat sie leider nicht. Fehlt einfach so ein Q-Spell dahin und dann kriegt die auch ein bisschen Schaden. So, Garen kommt jetzt, aber wird dann festgehalten. Geht weiter drauf. Und dann kommt die Jinx-Ulti, der sie ausgewichen ist. Rennt dann hier vor Garen weg, geht auf die andere Seite und bekommt den Kill. Das nenne ich mal Trollen vom Feinsten. Ihr Team hat auch gar nicht irgendwie reagiert oder so, um zu helfen. So, jetzt wollen wir hier kontern. Allerdings stirbt der Twisted Fate schon wieder. So, Jenna kickt sie raus, jetzt fehlt so eine kurze Nuno-Ulti. Und jetzt sieht's gut aus, bis auf Lissandra, die ist ziemlich angeschwächt. So, ich bekomme ihn dann hier. Und jetzt wäre es Zeit zu pushen. Ich meine, bei uns leben nur noch 3 Leute. Und nur noch wir 2 sind vorne und wir sind jetzt nicht die Mega-Pusher hier. Und deswegen ist es nicht ganz so. Denn Garen lebt schon wieder und kann dadurch gut wieder zurückhalten. Kann uns gut davor zurückhalten, wollte ich eigentlich sagen. So, kam wieder eine Jenna. Ein Jenna-Wirbelwind. So, jetzt gehen wir hier auf den Turm. Ich denke nicht, dass wir den gleich bekommen. Kennen geht auf jeden Fall drauf. Ne, bekommen wir nicht ganz, leider. Ach doch, da ist er kaputt gegangen. An Minions, so ist das schön. Wenn die jetzt vorgehen, könnte Twisted mit einer Ulti rückwärts reingehen und es dann beenden. Das habe ich ihm damals auch gesagt, dass er das machen soll. Zumindest, falls es dieses Game war. Ich habe schon öfter mit einem Twisted zusammengespielt. Mal gucken, wie das hier noch enden wird. Das Spiel ist auch schon Wochen alt und deswegen weiß ich das auch gar nicht mehr. Deswegen muss ich mich immer so ein bisschen überraschen lassen, was denn passiert. So, Lissandra kriegt jetzt hier ordentlich was ab. So, Kennen geht drauf. Hat hier 2 gestunt. Ist das eigentlich ein AP-Kennen? Ne, ist auch ein AD-Kennen. Alter, ich würde Twisted im Adam AP spielen und Kennen. Und dann sind es einfach mal 2 ADs. Aber ich meine, sie haben auch nicht wenig Schaden gemacht. So, ich konnte jetzt hier Weiger schon ein bisschen runterkloppen und mein Team hat ihn dann bekommen. Ja, ich habe nicht so viel, obwohl ich hatte auch 9,5. Gleich von den Kills mit Lissandra, nur Twisted war besser. Ich kam mir eigentlich eher als Support davor und ihr seht, wir pushen durch. Die Gegner noch alle tot und von daher ist dieses Spiel gewonnen. Bam. Na, wann kommt gewonnen? Gewonnen!
Jawohl, Leute, dann würde ich sagen, war's das von diesem Spiel. Ich habe eigentlich gar nichts mehr darüber zu erzählen. War auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und es hätte sich noch einiges ändern können am Ende, aber dann haben wir halt einfach nochmal ein Ass erzielt und dann durchgepusht. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns noch auf der Endcard und dann hoffentlich auch im nächsten Spiel wieder. Ciao. So, und damit willkommen auf der Endcard. Hier mein Let's Play kommt jetzt zum vierten Part von League of Legends Aram, nämlich habe ich der Cut 6 gespielt. Ja, drunter kommt jetzt im letzten Kevin Block Nummer 7 über 5 Fails im Videospielen. Wenn ihr hier links direkt auf die Abmoderation klickt, kommt ihr zur ganzen Aram Playlist und unter mir könnt ihr noch abonnieren. Ich würde sagen, das war's dann von dem Video und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.